Cheers Leute und herzlich willkommen zu Part 8 von Outlast. Sorry, dass wir immer noch vielleicht ein Stück müde sind, weil wir immer noch am selben Tag aufnehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen. Andere Richtung. Spaß. Kein Problem, kannst du machen. Ja, gut. Der schreit schon wieder rum. Da ist er. Wow. Da links, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, rechts raus. Warte, ich will mir das mal anhören. Sterben. Ist aber schon vorbei. Rechts durch die Tür, glaube ich. Hier geht's ja nicht. Rechts durch die große. Rechts durch. Das ist der! Das ist der, Junge! Geh unter ein Bett, geh unter ein Bett. Fuck! Lol. Ich dachte gerade, ja, was ist denn das für ein Patient, Alter? Ich werde, der fällt uns gleich voll in die Arme, Alter. Mach mal leicht aus. Nice. Nein, du kannst. Der hat uns verloren. Du kannst wegschieben. Jetzt links direkt durch die Tür. Lauf. Kann man die zumachen, mach zu, ne? Mach zu, doch, kann man. Boah, geil, Junge. Yes. Oh. Yes. Doch, halt die Fresse! Jetzt wurden wir. Jetzt hat er sich irgendwo hier drin verstecken. Ja, hier? Da rechts sind Spinde. Ja, genau da. Ich sehe nichts. Ah, hä? Achso! Er wird uns schon nicht sehen! Okay, das muss man schon mal merken, dass man sich hier. Also hier geht's wieder. Boah, fuck, Alter. Ja gut, wo kann man sich hier verstecken? Ja, da rechts. In diesen Spinden, da links. Da in den Herrn, hier rechts. Echt? Ja. Oh, stimmt. Da muss man die Batterie ausmachen. Oder wechseln. Perfekt. Da ist auch schon, der gute Alte. Der nette Herr Doktor. Ja, ja. Den haben wir so lieb. Apropos Doktor, wann warst du das letzte Mal beim Doktor? Ne? Ich bin tatsächlich nächste Woche beim Doktor. Was hast du das gemacht? Nochmal, ich guck nochmal in MRT wegen meinem Fuß. Ach so, okay. Einfach sicher gehen. Er ist noch da. Ja. Okay, jetzt, ich glaube, wir können wieder raus. Oder? Ja. Jetzt müssen wir uns echt fernhalten von diesen ganzen. Fuck, da steht ja! Um die Runde und dann durch die Tür raus. Hier ist rechts. Run, Forest! Da oben! Du kommst da hoch! In den Lüftungsschacht. Wo? Hinten. Hinten, okay. Nochmal eine Runde drehen und dann schön austricksen. Ja, da hoch. Da siehst du? Da geht's runter. Ah, stimmt. Boah, das habe ich noch im Augenwinkel gesehen, Alter. Yes. Boah, ja, ich Mann. Ich hoffe, wir haben es geschafft, oder? Jetzt ist doch bestimmt durch, oder? Hallo! Wichser! Da steht er das noch. Das ist echt so ein. Boah, soll ich mal eine Hose anziehen, ey, ganz ehrlich. Das ist ekelhaft, Mann! Ja. Nur am Saufen. Aber bitte sag mir, dass es jetzt vorbei ist. Speichert. Gut. Ach nö. Speichern ist mal gut. Oh. Hier geht's wahrscheinlich nicht raus. Doch. Geht's. Wir haben kaum noch Batterien. Hier eine kleine Rezeption. Liegen hier irgendwo Batterien? Ey, wir brauchen nicht wieder Batterien. Wir haben 3 verbraucht oder 2. Alter, wir müssen noch irgendwelche Batterien legen, oder? Oder? Oder ein Schlüssel, der war auch ganz okay. Würde ich auch akzeptieren. Was ist das? Wir haben schon wieder fast eine leere Batterie. Na Junge, das geht alles viel zu schnell. Mach mal aus, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben genug Licht. Ja, passt. Oder so halbwegs. Da geht's nicht durch, ich glaube, wir müssen durch das Fenster. Warte. Ich werde ihn doch schon wieder. Echt? Und da sind wir gekommen, hier geht's nicht entlang. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, da ist zu. Da geht's nicht raus. Ja, das geht da bestimmt nicht weiter. Nee. Aber wo geht's denn weiter? Das ist die Frage. Eine Toilette? Da ist ein Dokument. Oh Mann, was Neues. Eine Batterie wäre mal lieber gewesen, aber... Dokument ist auch mal was Schönes. Da weiß man, dass man mal ein bisschen weiter... Auf J.
was war's? Das so, was das so? Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig. Habe doch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in der Killerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Damit sind wahrscheinlich wir gemeint. Oder? Das ist vielleicht unser Auftraggeber, oder? Wir sind ja die Presse. Das kann gut sein. Den Mann sollten wir uns merken. Müssen. Wir können ja nochmal im ersten Part gucken, wie der Typ hieß, der uns das geschrieben hat. Ja, stimmt. Ja, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Zusammenhänge. Ich glaube, wir müssen tatsächlich da rechts, da wo das Kreuz ist, einfach irgendwo lang. Oder guck einfach da nochmal irgendwie rum. Guck hier, oh, hier siehst du ja schon Grünzeug, aber... Da kommst du nicht raus! Dann schauen wir da hinten, wo die Dingens ist. Ich glaube, da geht's weiter. Die Tür ist so auffällig. Dann da irgendwie rein. Und dann links wieder raus. Junge, da ist ein Schlüssel. Oh Mann, Alter, die sind so blöd. Junge! Junge! Oh! Lauf! 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 Wo lang? Wo lang? Alter, wer war das? War das der Doc? Das ist der Doc. Geh unter irgendein Bett. Ich wette, der sieht uns. Da bist du unter einem Bett? Ja. Na gut. Ja, trotzdem habe ich Angst. Scheiße, Alter. Was macht der? Der findet uns. Hier, wir müssen gleich wieder da rein und der hat doch die Tür aufgebrochen. Wir müssen durch die Tür abhauen. Das wäre eine Möglichkeit. Risk. Ja, warte, ich will okay, den erstmal. Oh, Junge. Der untersucht die Betten, nein. Ne, aber nur das eine. Ich glaube der. Der kommt hinter. Der kommt hinter. Leck mich am Arsch. Ja, aber ich glaube, der kommt. Verpiss dich. Verpiss. You son of a bitch, get out of my way! Leute, hat man es nicht gesehen? Doch, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Rechts. Ne, links. Andere Richtung. Scheiße. Jetzt sind wir wieder in dem Anfangsraum. Wir müssen nach rechts, jetzt rechts, nein rechts, andere Richtung. Ich will einfach nur... Junge, Alter, ich hab grad so Paranoia. Nein, 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 da vorne in der Ecke links. Da haben wir das weggeschoben. Und dann das, da ist der Aufzug. Ja genau, jetzt links. Jetzt links, nochmal links, da. Yes. Jetzt. Was muss ich drücken, was muss ich drücken? Irgendwas, egal. Ja. Scheiße, leck mich am Arsch, Junge. Fick dich. Fick dich, was fick macht dich, der denn? Dich. Muss ich irgendwas drücken? Halt die Fresse, Mann. Ich verzieh dich. Wir haben mit deiner hässlichen Schere, Alter. Wir haben schon 3 Finger weniger. Auf jeder Hand. Ja, genau, geh sterben. Fixado! Bastard. Yes. Boah. Boah, Alter. Junge, jetzt hab ich aber auch Gänsehaut. Das, der Typ war hartnäckig, Alter. Ja, Mann. Wo geht's hier raus? Guck mal nach oben. Ah. Perfekt. Oh Gott, ich bin so down. Boah, ey. Okay, wo lang jetzt? Speichert. Perfekt. Das müsste doch der Großteil gewesen sein jetzt. Ja. Können wir nicht einfach abhauen? Hoch geht's auch. Da wollen wir aber nicht hin. Machen wir Licht an. Ich sehe, glaube ich, gar nichts mehr, ey. Boah, wir haben nur noch eine Batterie, aber zu. Leute. Wir haben nur noch eine Batterie, wir sind down. Nein. Dann wieder ins Verderben nach unten. Da geht's lang. Jetzt hier entlang. Boah, Alter, ist das geil hier drin. Oh Mann, das ist so... Oh. Ich sehe eine Batterie. Oh, ja, Mann, das wäre so... Ey, bitte gib uns noch mal eine Batterie, ey. Mann, ihr Menschen von Outlast, ihr seid so böse. Ich hasse sich für alle Ewigkeiten, das sieht aus wie ein Joint. Da kamen wir her, oder? Ja, okay. Na ja, klar. Gut, was machen wir jetzt? Dann geht er durch.
Muss ja irgendwie... Ah! ich hätte mal Nachtsicht anmachen sollen. Aber es sieht echt nicht so schlecht aus. Die Chancen stehen gut, dass wir bald hier raus sind. Ja, ich glaube, wir sind echt schon so ein bisschen... Der Raum ist mir zu offen. Der ist mir viel zu offen dabei. Das ist der Priester wieder? Ja, warte, der... Ja gut, von da sind wir gekommen. Oder so. Da ist er. Licht auf. Findet draußen Vater... Warum macht der nicht einfach die Tür auf? Okay, die ist zugenagelt, aber... Warum schlägt der nicht einfach das Fenster ein und holt uns mit raus? Ey, so ein... Wieso, der will uns doch selbst loswerden, oder? Vater Martin. Hier ist bestimmt eine Batterie. Da rechts, oder? Yes, Batterie! Geil! Ey, der brennt. Das gibt aber ganz schöne Brand. Oh, eine Kamera. Ey, wir könnten nochmal eine Kamera dazu nehmen. Na gut, hier ist eh nichts mehr. Oder? Ach komm, nehme ich noch die letzte Tür. Ja, falls man mal scheißen muss, ne? Alter, na gut, wie lange ist unser letzter Schiss her? Hm? Also da sind wir her, rechts. Rechts, das ist die eigentlich what the Ware. Fuck, Alter. Da ist auch Tür. So delicious. Oh mein Gott, man. Oh, Pepsi? Ja, Pepsi ist immer gut. Danke für die 1 Million Euro, die wir jetzt wieder auf den Pepsi kriegen. Ich will nur noch hier raus, Alter. Echt, ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich Alter, Junge. Batterie! Yes, Mann, jetzt geht's wieder los. Jetzt sind wir wieder im Spiel. Hier. Oh ja, da geht's. Sieht gut aus. Burn, Motherfucker. Junge. Am liebsten hätte ich da den Doktor reingeschmissen. Aber wir müssen da wirklich schnell durch, oder? Ja, aber ich kann nicht rein. Achso. All of it. Murka sieht doch nicht so normal aus, ne? Ja, eigentlich schon. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. Ich nehm's zurück. So let it burn the whole goddamn thing down. Ja, das machen wir dann auch am besten. Yeah. Wahrscheinlich springen wir am Nagel an, das Feuer zu löschen. Toll. Das muss doch kochend heiß sein, das Metall. Das muss echt richtig wehtun, Alter. Aber ich glaube, ich würde es auch für mein Überleben machen. Und da geht's nicht entlang. Ja, wo soll es denn hier lang gehen? Leute? Zurück kommen wir nicht. Nee, aber wenn... Es muss doch da lang gehen. Jetzt, ah, ducken. Ah, doch. Ducken, stimmt. Klar. Das geht ja auch noch heutzutage. Ja. Drei Batterien, ey. Was ein Luxus, ey. Gut. Ist hier irgendwas... Nee. Wo da, müssen wir jetzt da oben, hin? Oder? Nee. Da kommen wir aber nicht hin. Stimmt. Dann, da. Hier ist eine Tür. Mann, wir sind so behindert. Boah, wir sind echt... Oh, sorry, ey, wir sind einfach müde und... Boah. Ja, und ja, blind, Alter. Ja, blind, Alter. Blind vor Angst, das ist es. Oh, man. Wo gehen wir noch hin? Ja, wo geht nichts. Das hier bloß hin? Batterie wäre mal wieder schön. Ah, neues Dokument. Oh, perfekt. Na, können wir auch mal lesen. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Merkur-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, klar. Puh, okay. Ah, da geht's. Warum braucht man auch hier überall so 500 Batterien, ey? Das ist richtig heftig. Okay, dann wieder zurück. Was ist denn das? Ist das so schön? Fläche. Eine Flasche. Eine Fläche. Fläche. Ich glaube, da rechts ging es noch lang. Oder? Oder warte. Von hier kommen wir, ja. Hier waren wir.
Geradeaus. Hier waren wir. Hier geht's natürlich durch. Ich würde mal sagen, wir verharren hier, weil es sind schon wieder 15 Minuten um. Genau. Und dann schalten wir die Lampen aus, verstecken uns, hoffen, dass uns keiner findet. Oh, und was wünschen euch viel Spaß, viel schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!